Ja, Frau Hürther, ich finde es ganz toll, dass wir uns heute hier getroffen haben bei Ihnen zu Hause, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Sie sind ja ganz schwer erkrankt seit 7 Monaten jetzt, waren in Eckernförde im Krankenhaus. Dort hat man Ihnen gesagt, dass Sie unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sind. Daraufhin haben Sie überlegt, dann suche ich mir jetzt einen Arzt, der mich palliativ betreuen kann. Und ich werde es nie vergessen, wie Sie bei uns in der Praxis an der Anmeldung standen. Und haben meine Helferin gesagt, haben sie gefragt, nehmen Sie noch neue Patienten auf? Und dann sagten die, natürlich nehmen wir neue Patienten auf. Und dann haben sie gesagt, ja, keine Angst, ich bleibe nicht lange. Ja. Und das haben sie bei mir im Zimmer wiederholt. Da waren sie mit ihrem Ehemann und mit ihrer Tochter. Das hat mich schon beeindruckt, die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind. Und das hat sich eigentlich bis heute so durchgezogen. Es ist eine ganz unglaublich natürliche Einstellung. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie schaffen Sie das? Sie wissen genau, dass Sie nicht mehr lange leben werden. Sie sind die ganze Zeit haben Sie ein normales Leben weitergeführt, waren hier im Haus unterwegs, sind draußen unterwegs gewesen. Seit 6 Wochen liegen Sie jetzt hier eigentlich stramm im Bett. Wir haben Ihnen eine Morphinpumpe geben müssen, weil durch die Knochenmetastasen die Schmerzen so stark waren, dass wir es nicht mehr mit Tabletten in den Griff gekriegt haben. Und trotzdem strahlen Sie so eine positive Einstellung aus. Und ich frage mich einfach, wie schaffen Sie das? Ja, das geht irgendwie von alleine, weil ich einfach mein Schicksal angenommen habe. Ich habe von Anfang an gleich gesagt, als ich die Diagnose bekommen habe, ich möchte nicht, sag schnell, jetzt fehlen natürlich die Worte, Keine die Chemotherapie ich keine mehr. Chemotherapie, weil ich halte das immer so für Quälerei. Und wenn man hört, die Leute, die sind alle am Jammern, die haben alle Schmerzen und so. Und mir haben die Ärzte dann gesagt, man braucht heute keine Schmerzen mehr haben. Und dann denke ich, ja, warum ist es? Warum haben die denn trotzdem Schmerzen, dass die sich so quälen müssen? Und am Anfang, ich habe mich ja auch doll gequält. Ich habe richtig dolle Schmerzen gehabt. Ich war todunglücklich. Und als ich dann die Morphinpumpe kriegte, da war das irgendwie schlagartig vorbei. Aber wenn man erstmal diese Diagnose erfährt, ich bin jetzt unheilbar krank und Sie sagen ja selber, man hat Ihnen gesagt, Sie hätten noch 6 Monate zu leben, plus minus. Die sind jetzt um die 6 Monate. Ja. Woher nehmen Sie die Kraft, jetzt so positiv eingestellt zu sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Manches Mal habe ich gedacht, mein Gott, nochmal, jetzt will ich sterben, ich kann sterben, meine Familie lässt mich gehen. Für die ist es ja am härtesten. Und nichts passiert hier. Ich denke, manchmal war ich böse. Und ich habe auch manches Mal ging es mir auch so schlecht, dann habe ich gesagt, ja, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich schaffe das. Wie Ja. machen Sie das? Sie haben keine Angst. Für Sie ist es was ganz Natürliches, dass Sie jetzt Ja. gehen. Und Ja. Sie machen eigentlich Ihrer Familie auch noch Mut dabei durch Ihre Art, wie Sie damit umgehen. Ja, manchmal mache ich denen auch das Leben schwer. Manchmal dann bin ich hier so nörgelig. Ich sage, ich will jetzt nicht mehr und so. Das ist natürlich nicht nett von mir. Weil ich denke, das ist dann für die Familie eine Erlösung, wenn das dann endlich zu Ende ist. Ist das Ich denn? liege ja hier, ich habe hier nichts auszustehen, mir geht das ja gut. Hoffentlich klappt das nun auch alles so, wie es soll. Ich möchte einfach schön einschlafen. Ne? Wenn ich abends jetzt mich hinlege und dann denke, so, morgen wachst du nicht mehr auf. Schmerzfreien Tod. Ich möchte anderen Menschen diese Angst nehmen. Weil Angst ist wirklich furchtbar, wenn man sich mit Angst drum quält. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe. Ich habe ja am Anfang diese Schmerztabletten genommen, ne? Oder diese Angsttabletten. Weil ich hatte zweimal, glaube ich, hatte ich so eine Phasen von Angst. Und dann habe ich die Tabletten genommen und dann war das auch wieder gut. Wovor hatten Sie Angst? Ja, einfach nur, dass ich qualvoll sterbe. Und vor dem Tod an sich haben Sie keine Angst? Ich sage mir immer, Leben und Tod gehört zusammen. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir geboren werden, ist unser Leben vorbestimmt. Bin ich fest von überzeugt. Ne? Ich bin jetzt kein Mensch, der ständig zur Kirche geht, aber ich glaube schon an Gott. So für mich. Ich möchte zum Beispiel jetzt, auch wenn ich beerdigt werde, nur meine engste Familie, also meine Geschwister und
meine Enkelkinder und so, nicht Kirche oder so. Ich möchte im Waldfriedhof, ne? Aber ohne dieses kirchliche Bromborium. Obwohl ich an Gott glaube, möchte ich das nicht haben. Ich möchte einfach da nur in die Erde gelassen werden und meine Geschwister sollen da sein. Habe ich alles mit ihnen abgesprochen. Ich habe überhaupt alles mit allen abgesprochen. Das ist alles geklärt. Dadurch, dass ich die Betreuerin und alle, die hier bei mir kommen, ich hatte bei allen das Gefühl, ich kenne die ewig. Das ist so vertraut. Da ist nichts Fremdes gewesen. Und das sagen die auch immer, als wenn die mich ewig kennen. Die freuen sich eigentlich auch immer, wenn die kommen. Ich finde es ganz erstaunlich. Ist eine interessante Erfahrung. Oh, und ich wünsche das so allen Leuten irgendwie, die so schwer krank sind. Weil immer höre, oh, die haben sich so gequält, die sind so qualvoll gestorben. Und mein Bruder ist einen Tag gestorben, bevor ich meine Diagnose erfahren habe. Das war natürlich auch hart, weil meine Familie mir das sagte, dass der sich so gequält hat. Der lag im Krankenhaus und das wäre da wie abgeschoben und der soll sich da richtig gequält haben. Und dann denke ich immer, mein Gott, ist das schrecklich, wo doch die Ärzte immer sagen, man muss sich gar nicht mehr quälen heute. Viele können ja gar nicht darüber sprechen. Die schieben das immer von. Sie sagen, ja, aber man muss doch mal irgendwann sterben. Man lebt nicht ewig. Ich habe auch getan, als wenn ich ewig lebe. Ja, ist nicht so. Was ist denn für Sie im Moment am schwersten? Einfach das Warten? Gar nichts. Gar nichts mehr schwer? Ich habe das hier so gut, ich werde so verwöhnt. Ich habe gar nichts Schweres. Ich sage, ich lebe hier wie im Paradies. Ich kann mich zwar nicht bewegen, aber ich habe alles. Und braucht nichts, wird betütelt von hinten bis vorne. Was würden Sie anderen Menschen mit auf den Weg geben, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie, die Angst vor dem Tod haben, Angst vor dem Sterben haben? Ja, dass die das auch schaffen, dass sie auch irgendwo die Kraft herkriegen, positiv zu denken. Und wie gesagt, das gehört alles zusammen und dass sie sich nicht quälen müssen. Das positive Denken. Das positive Denken, ja. Also wenn ich jetzt morgen einschlafe, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Für meine Familie eine Erlösung. Dass die das so mitmachen, ich kann das immer gar nicht begreifen. Für mich ist das alles wie im Film. Dass die auch die Kraft kriegen und das ist schon schön. Also so eine Familie, wie ich habe, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja auch unsere Probleme und so, wie in jeder Familie, aber da waren die sofort da. Und wir haben sie auch nochmal Zusammenhalt erfahren in der Familie. Mhm. Und das ist das, was ich ja immer sage. Man kann ruhig querieren, überall ist irgendwas, aber in der Not zusammenhalten, in der Not füreinander da sein, das ist das Wichtige. Ja, und meine Familie ist nun mal voll da. Da bin ich so stolz drauf. Und unheimlich dankbar. Sie geben halt auch eine ganze Menge zurück. Die machen mir einfach Mut und die sind für mich da. Und ich habe das so gut. Es ist echt schön. Ich finde es ganz toll, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit uns das Gespräch zu führen. Und vielleicht macht es ja wirklich einigen Menschen Mut, also das mit der Situation umzugehen. Ja, das würde mich ganz doll freuen, wenn ich damit anderen Leuten Mut machen könnte. Weil das ist das Beste, was man machen kann, wenn man anderen Menschen noch helfen kann. War das denn für Sie wichtig, zu Hause zu bleiben, auch die letzten Tage zu Hause zu verbringen? Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe immer gesagt, also wenn das jetzt zu schwer wird, dann sollten die mich weggeben in Krankenhaus wollte ich ja nicht, aber in dieses Hospiz. Ne? Aber dann wurde mir gesagt, ich brauche nicht ins Hospiz, das kann man alles auch hier zu Hause machen. Und das fand ich natürlich ganz toll. Also das ist was Besseres, kann einem ja nicht passieren. Zu Hause ist zu Hause.
man kann sich natürlich auch in die negativen Gedanken reinfallen lassen. Ja. Wie schrecklich, ich werde bald nicht mehr da sein. Ja, nee, habe ich gar nicht. Habe ich überhaupt gar nicht negative Gedanken. Dieses große Glück, das ich habe, ist unfassbar. Ne? Ja, aber das große Glück steht neben Ihnen. Das ist Ihr ja, Mann. Ja, mein Mann. Oh, ja. Da lasse ich gar nichts drauf kommen. So ist gut. Also, nee, der mag das nicht, aber der ist rund um die Uhr für mich da. Der, ja, ich wohne ja hier. Der macht und tut und. Und diese Geduld, die er mit mir manchmal aufbringen muss, wenn ich keine Lust mehr habe. Und wenn ich sage, so, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, jetzt möchte ich endlich mal. Was gibt Ihnen die Kraft, Herr Hirte, mit der ganzen Situation klarzukommen? Sie haben ja auch nie verzagt und waren genauso realistisch involviert. Und bei Ihnen habe ich auch nie schlechte Laune erlebt oder Hilflosigkeit. Also der schlechte Laune sehen andere bei mir. Ja. Nein, es ist eben so. Es sind 30 Jahre, die uns verbinden. Und ich sag mir, alles das, was ich ihr antut, das hätte sie mit mir auch gemacht. Sie hätte auch für mich gestanden. Hm. Und das ist ja nicht nur so, dass wir traurig sind, wir lachen ja viel. Ja, wir haben noch Spaß hier. Ja, ist echt wahr, das darf man gar nicht erzählen. Aber selbst wenn man stirbt, man hat noch Spaß. Wir lachen hier zusammen und wir reden viel. Auch abends, ne? Wir sind ja lange, wir sprechen ja noch ganz lange. Wie lange waren wir gestern? Ja, wird auch noch Eis geschlabbert. Dann habe ich Appetit auf Eis, dann esse ich hier noch ein bisschen Eis. Eine kleine Menge, ne? Ein paar Teelöffel. Du musst dich nicht entschuldigen, ich sage immer, das sind 3 Kugeln gewesen. Aber ich sage, dass ich noch solche Gelüste immer habe, ne? Und dann werde ich hier schön mit Eis gefüttert und hab das schon gut. Und wir reden viel. Hinterher kann man nichts mehr sagen. Nee, eben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Sterben auch so was Schönes haben kann. Denkt man ja nicht. Ich habe diese tiefe innere Zufriedenheit, die habe ich. Das habe ich. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann es soweit ist, aber ich hoffe, dass ich schmerzfrei einschlafe. Sie haben ja auch gesagt gestern, solange Sie essen und trinken, werden Sie ja sowieso nicht sterben. Nee, kann ich doch auch nicht. Das können Sie selber mehr steuern, indem Sie einfach aufhören. Haben Sie ja schon gedroht, dass Sie eben keine Melone mehr schlürfen, kein Wasser mehr trinken. Ja, und was mache ich? Hau mir diese Sachen rein. Gestern Abend habe ich einen Gyros-Burger gegessen. Aber natürlich keinen ganzen. Cheeseburger oder was weiß ich. Also keinen ganzen, ich kann nicht viel. Aber einen halben habe ich geschafft. Ich denke ja so kommt man nicht von der Welt, wenn man da sich immer noch ernährt. Das ist eigentlich nicht richtig, aber das hat mir so gut geschmeckt. Also es wäre schön für mich, wenn ich da noch anderen Leuten Mut machen könnte. Das wäre ein schönes Gefühl. Wenn das jemandem Kraft geben könnte, weil das ist wirklich schrecklich, wenn die dann da so hintermann und gar keine Freude haben. Ich freue mich jeden Tag. Ich habe jeden Tag meine Freude. Alle kommen, alle sind da. Und das würde ich allen Menschen auch wünschen. Das war unser Ziel, dass wir gesagt haben, wenn Sie da Lust zu haben, dann machen wir das und sprechen einfach mal drüber. Und das soll nicht nur mir vorbehalten bleiben, das mit Ihnen erleben zu dürfen, sondern das möchten wir auch mit vielen anderen Menschen teilen. Genau, ne? Und das ist ja auch keine besondere Situation, in der Sie sind. In die Situation kommen wir alle einmal. Ja. Jeder wird irgendwann von der Welt gehen. Wir alle werden irgendwann sterben. Ja. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Und irgendwann wird sich jeder über die letzten Tage Gedanken machen. Ja, sollte man. Und man sollte das rechtzeitig machen und nicht immer sagen oder so von sich schieben. Es kommt auf jeden Menschen zu. Und darüber sollen die Leute sich doch mal ein bisschen bewusst sein und auch mehr das Leben genießen und nicht immer nur ein Geld hinterherjagen und so. Einfach sein Leben genießen, wie es ist und das Beste draus machen und nicht immer so unzufrieden durch die Weltgeschichte gehen und nur hinterm Geld herjagen und so. Was soll das denn? Mit sich selber zufrieden sein, das ist wichtig. Man soll sich im Leben erfreuen an dem, was man hat. Man soll vor allen Dingen nicht ewig auf andere Leute neidisch sein, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Mit dem zufrieden sein, was man hat und das Beste draus machen. Immer schön ehrlich bleiben. Anderen Menschen Gutes tun. Helfen, wo man kann. Das tun Sie ja jetzt noch, in Ihren letzten Tagen. Helfen Sie noch anderen Menschen. Ja, und das würde mich freuen. Das ist das Größte, was man machen kann.
ja. und anderen Menschen noch helfen kann. Ich denke, das tun Sie. Auch durch also das würde mich das ganz, Interview, ganz das doll wir jetzt freuen. Hier geführt haben, ich denke, da werden viele Menschen Mut draus schöpfen, mit der Situation umzugehen. Finde ich ganz toll. Das würde mich richtig doll freuen, wenn da wirklich manche Leute noch was Positives rausziehen können. Das wäre eine tolle Sache. Ich möchte noch viele Menschen glücklich machen. Ich glaube, das haben Sie geschafft. Vielen Dank dafür. Das wäre schön. Ich danke Ihnen.